Ich sag mal so, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es auf jeden Fall ein Video, was ich schon immer mal machen wollte. Und zwar geht es heute um einen Spot, bei dem ich immer war, als es mir früher, egal ob es mir schlecht ging, egal ob es mir gut ging, dort war ich auf jeden Fall. Wie man sieht, ist es auf jeden Fall erstmal ein guter Fußweg. Ich sag mal so, das ist eine 1A-Erdung, du. Unabhängig, dass ich das mal euch allen zeigen wollte, fände ich es auch geil, einfach mal, egal, in ein paar Jahren so ein Video zu sehen, wo man den Spot sieht. Das ist eine kleine Insel in der Rhein-Neckar-Region. Richtig sportlich aktiv. Ich, faule Socke, bin früher immer im Roller hingefahren. Okay, ich schwimme jetzt einfach mal den Weg, damit ihr noch nichts von der Aussicht seht. Keine Sportskanone, bloß einen Weg, bei dem wahrscheinlich auch eine Sportskanone häschelt. Wir haben Glück. So wie es aussieht, ist noch niemand. Das ist für mich auch gerade extrem Backflash-Modus. Wie gesagt, an dem Spot hier war ich einfach immer, auch nachts, alleine, einfach um über viele Dinge nachzudenken. Ich präsentiere euch für mich einen der erholsamsten Spots bis jetzt in meinem Leben. Schaut euch diesen Ausblick an. Jetzt machen wir es einfach mal wie früher. Man setzt sich hier auf entspannt hin und lässt die Seele baumeln. Ich sag mal so. Schön. Einfach nur schön. Das ist einfach so krass, hier nach so langer Zeit mal wieder zu sein. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wo ihr hingeht, wenn ihr Zeit für euch braucht. Habt ihr auch so einen Platz, der einfach nur Entspannung pur ist in der Natur, um einfach euch mal wieder zu erden, wieder klarzukommen, kurz über Dinge nachzudenken, ohne Hektik, einfach in Ruhe so. Es wäre freaky, wenn jemand in der Natur nicht runterkommt, aber gibt's bestimmt, gibt alles. Erdung to the fullest. CBD Flow. Ich bin nicht oft hier im Jahr, aber wenn ich mal hier bin, sollte ich zu diesem Spot gehen. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, einfach Erdung. Genießt es nochmal, schreibt in die Kommentare, ob ihr so einen Spot habt. Und wenn ihr ihn verraten wollt, schreibt, wo er ist. Wir laufen mal auf entspannt wieder zurück. Guckt euch das an. Hier oben sind Weinberge. Kurz mal Schwindelheimer wegen Drehen. Ich find's geil, wie gesagt, das mit Menschen zu teilen so. Die Momente bloß, also fand ich früher nicht geil, mittlerweile finde ich es ganz geil. Bloß für mich ist das alles, egal ob Instagram, diese ganzen sozialen Netzwerke, ist für mich auch, ich sag's immer bei Kollegen auch, auch wenn ich was poste auf Instagram, irgendwie fühlt es sich für mich an wie so ein Fotoalbum oder ja, Poesiealbum, wo auch Leute was eintragen können. Klar, für andere Menschen sind soziale Netzwerke, man muss Ego pushen, oh die Likes, die ist das, boom, bang, ist auch alles schön und gut. Jeder wird lügen, wenn er sagen wird, Likes und so, man freut sich nicht darüber. Oder wenn jemand ein nettes Kommentar schreibt, ist auch immer geil. Aber wie gesagt, für mich ist das Hauptding, dass ich einfach, ja, ich werde in ein paar Jahren zu Hause liegen, wo auch immer auf dieser Welt, und werde mir das Video reinziehen und sagen, ey, Backflash-Modus, dieser Spot. Und ich werde genauso in 50 Jahren, egal wo ich in 50 Jahren bin, immer noch an den Spot. Wenn ich in der Nähe bin, werde ich an den Spot gehen und kurz die Seele baumeln lassen und die Sache genießen. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir laufen wieder zurück. So, und jetzt kann ich euch natürlich auch den Ausblick zeigen. Man läuft nämlich hier entlang an dem Weg und sieht halt die ganze, man kann die ganze Ebene überblicken. Das wollte ich euch vorher natürlich nicht zeigen, weil es ja ein Geheimnis war. Den Garten zu haben, ey, ist ja major. Aber den zu pflegen am Hang, alter Vater. Dann lieber nichts vom Nikolaus. Viel auch natürlich hier in der Umgebung mit Weinanbau, also Weinreben gibt es hier natürlich viel. Da gibt es einen guten Wein auf Schriese, der heißt Radigigelfatzdrucke. Für alle. Für alle aus der Umgebung. Ich dachte, jetzt kommt wieder ein Jogger. Ich freue mich natürlich wie immer über jeden Daumen nach oben, jedes Kommentar, jedes Abo auf diesem Kanal hier. In diesem Sinne, seid lieb auf jeden Fall. Bis ganz bald. Ahoi.